Fieberträume. Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Oh, scheiße. Diesmal gab es aber nur einen sehr kurzen Vorlauf hier. Verdammt, dieses Eingangsbild mit Fieberträume drauf, das sieht nicht gut aus. Das war doch das eine abgeschlossene Zimmer von Miss Alice. Oh Gott. Ich schaue erstmal. Bist du hier? Ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis. Sie hat ja hier ihr Zimmer. Ah, guck mal hier. Was haben wir hier noch? Ach so, ja, die ganzen Echos. Anonymer Brief. Hey Holmes, lass dein Fenster erst gar nicht reparieren, denn die Sache ist noch nicht vorbei, du miese Drecksau. Glaubst du etwa, es nützt dir irgendetwas, dass Percy ins Kittchen gewandert ist? Von uns gibt es mehr, als du dir vorstellen kannst, und du kannst uns nicht alle im Auge behalten. Was noch? Brief von Reginald Butcher. Mr. Holmes, ich kann Ihnen wahrlich nicht genug für all das danken, was Sie getan haben. Ich muss mit meinen Taten leben, aber Sie haben mich verstanden. Meine Meryl erholt sich langsam. Heute konnte sie sogar einen Teller Suppe essen. Ich habe dabei hemmungslos geweint. Wir sind guter Hoffnung, dass sie ihre Krankheit vollständig besiegen und weiterleben wird. In ewigem Dank, Reginald Butcher. Oh. Das waren jetzt 5, ne? 2, 4. Die anderen kann ich mir auch nicht angucken. In Ordnung. So, aber jetzt Kates Zimmer. Kate. Oh, Kate. Was hast du gemacht? Warum ist sie weggelaufen? Scheiße. Was haben wir denn hier so? Eine Uhr? Eine Karte? Ach so, das ist hier für die Charakteranalyse. Nicht im Ernst. Wir machen eine Charakteranalyse von ihrem Bettbereich? Aha. Ja, in Ordnung, in Ordnung. Oh, 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 sie hat was geschrieben. Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Das Tagebuch fehlt. Okay. Was war hier los? Was will sie nur mit ihrem Koffer? Längere Zeit weg, fürchte ich. Warum steht der Schrank offen? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Verdammt. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Na komm schon. Kate! Kate! Wo bist du? Was? Was? Warum sind wir denn jetzt hier? Oh Gott, ich glaube, Holmes ist wie in Trance. Highgate Cemetery. Du machst nie etwas richtig. Oh mein Gott. Wo bist du? Da ist Licht. Ich gehe da mal hin. Nein, 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 nein. Du bist ihm überhaupt nicht egal. Ja, was wohl? Ich suche mein Kind. Sie ist es. Alice! Diese Schlange, sie hat sie verwirrt. Was? Komm schon, rein, rein, rein. Aber was warten wir? Oh mein Gott. Alice, so ist meine Tochter. Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was ihnen nie gelang, sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr. Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Holmes, das bringt nichts. Sie redet nicht. Ich werde sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Boah, das war gemein. Jedes Mal hatte ich die Möglichkeit, sie ohrzufeigen. Sie zu ohrfeigen. Nee, ich glaube,
Holmes ist nicht so einer, oder? Ich glaube nicht. Der benutzt seinen Kopf. Das war es, was ich oben gehört habe. Okay, brechendes Glas. Hier ist Alice reingekommen. Warum geht die in ihr eigenes Haus bzw. ihre eigene Wohnung durchs Fenster? Warum? Oh Mann, was ist denn hier passiert? Warum ist hier alles so zertrümmert? Also noch zertrümmerter als vorher schon. Ja, zur Tür will ich noch gar nicht raus. Ich muss mir erstmal den Rest hier angucken. Na komm schon. Raum, verrat mir irgendetwas. Wo ist sie hin? Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Sie können bereits ausgewählte Gegenstände wieder abwählen, falls Sie Ihre Auswahl ändern möchten. Okay. So. Vergangenheit. Kerzen beim Stuhl. Was haben wir noch? Oder muss ich die erstmal wieder abwählen? So, ich kann sie auch abwählen. Ich gucke mir erstmal an, was wir hier hatten. Wir hatten Kerzen beim Stuhl, die waren rund um den Stuhl aufgestellt. Den Grimoire. Dann haben wir hier den Beschwörungstisch. So, was haben wir hier noch? Den Phonographen. Diverse Bilder und so. Eine Wiege mit dem Kinderfoto. Das Porträt von William Hamilton. Ja, ich glaube, und ein Rollstuhl. Ich glaube, er war wirklich wie in Trance. Oh Gott, der Rollstuhl. Ich bin mir sicher, die hat die im Rollstuhl weggefahren, wette. Ob sie sie betäubt hat und weggefahren hat? Die Standuhr. Es geht um drei Gegenstände. Es geht um drei Gegenstände. Okay, ich glaube fast, das war's. Oder gibt's an der Decke noch irgendwas? Nee. Oh, doch, Moment. Der Schrank. Ja, so ein großer Schrank wird wohl kaum fehlen. Okay, wir gehen mal wieder zurück. In Ordnung. Wir haben keine Kerzen mehr. Die Kerzen sind weg. Der Grimoire fehlt. Und der Beschwörungstisch fehlt. Wahrscheinlich sind das die Sachen. Oder? Liegt der Grimoire jetzt vielleicht irgendwo anders? Denn ich sehe gerade, dass der Rollstuhl jetzt hier vorne steht. Das wäre also kein Hinweis. Der Phonograph fehlt auch. Der Phonograph fehlt auch. Oh je. Die Wiege steht jetzt da. Wir haben jetzt Kerzen hier auf dem Tisch, die, glaube ich, vorher nicht da waren. Doch, sie waren da. Doch, sie waren da. Alles klar. Die werde ich nicht nochmal fragen. Die Standuhr steht jetzt da. Dafür steht jetzt hier ein Spiegel. Spiegel. Stand der Spiegel vorher da vorne? Alles klar. Wo sind Grimoire, Beschwörungstisch und Kerzen? Ich werde das erstmal anwählen hier. Kerzen. Der Grimoire. Und der Beschwörungstisch. So. Ach so, ich kann das jetzt mit Y so einloggen. Ich meine, das wäre so richtig. Wir gucken jetzt nochmal. Wo bist du, Buch? Also die Kerzen sind definitiv runtergebrannt, oder? Sind sie abgekratzt worden? Ja, da kann ich mich halt auch total vertun. Also was definitiv auch total fehlt, ist, glaube ich, der Phonograph. Den sehe ich hier nicht. Wo bist du, Phonograph? Er steht nicht mehr da. Ich glaube fast, dass die Kerzen falsch sind. Ich glaube, die Kerzen sind falsch. Standuhr, der Spiegel... steht da. Er ist jetzt weggeräumt. Oh, genau. William Hamiltons Porträt fehlt auch. Oh, das fehlt auch. Ja, aber es fehlen viel mehr Sachen als vorher dann, ha? Oh, das ist das Bild hier. Nee, das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Okay. Ich nehme mal die Kerzen beim Stuhl wieder raus. Dafür das Porträt. Der Grimoire und der Beschwörungstisch. Es fehlt aber auch der Phonograph. Den habe ich auch nicht gesehen.
Der Schrank steht noch da. Die Kerzen, okay, wir loggen die Kerzen jetzt doch auch ein, weil sie sind nun mal weg. Die Wiege ist in der Gegenwart noch da, der Spiegel ist in der Gegenwart noch da. Der Rollstuhl ist in der Gegenwart auch noch da. Und die Standuhr ist in der Gegenwart auch noch da. Richtig? Moment, Moment. Ich gucke nochmal ganz kurz. Wo ist die Standuhr? Die Standuhr steht jetzt da. Alles klar. Gut, dann habe ich das, denke ich, mal so alles richtig eingeloggt und dann bestätigen wir das mal. Das Porträt von Alice' Vater, William Hamilton, und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. So ist es. Was machst du? Oh, aber wir hatten sie doch schon. Wir hatten sie doch schon. Ihr Gesichtsausdruck ist wütend. Ja, wir hatten... Worum geht's denn jetzt? Ein schwarzer Schleier, sie trägt Trauerkleidung. Das Ding hatten wir ja schon mal. Oh, was hat sie in der Hand? Eine Zugfahrkarte, sie war am Bahnhof von Highgate. Holmes, was hast du getan? Irgendwie war er in Trance. Er hat geglaubt, er ist zum Highgate-Friedhof gegangen? Oder war das der Westgate-Friedhof? Und er hat gedacht, er haut eine Tür zu einer Gruft auf, aber eigentlich war es dieses Zimmer hier. Weiße Spuren, hat Kreide benutzt. Okay, sie war in Highgate, sie hat Kreide benutzt, sie trägt Trauer. Dann müsste das eigentlich... Oh Gott, war sie in seiner Gruft? Okay, wir haben die Fahrkarte nach Highgate und Trauerkleidung. Friedhofbesuch. Es besteht die Möglichkeit, dass Alice den Friedhof von Highgate besucht hat, bevor sie in die Baker Street zurückgekehrt ist. Genau. Ich habe mich jetzt mit Westgate irgendwie vertan, wegen dem Gate. Und Westgate ist ja ein Gefängnis. So, dann haben wir hier Porträt von Alice' Vater und die Gegenstände für eine Seance. Seance mit Vater. Alice könnte eine spirituelle Seance abgehalten haben, um Kontakt zu ihrem Vater William Hamilton aufzunehmen. Ja. Familiengruft. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hat sie Kate etwa auch mitgenommen? Alles klar. Das heißt, für uns geht's jetzt ab nach Highgate. Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Das wird er wohl gerne tun. So. Oh, verdammt. Nein! Warum? Ja, aber warum kann ich denn da jetzt nicht hinreisen? Ach so, Alice Nebenzimmer durchsuchen. Alles klar. Was? Nebenzimmer? Aber doch nicht das hier. Oh Gott. Kate! Bist du hier? Oh Mann, man sieht, wie sehr ihm an Kate liegt. Kate, was hat sie dir angetan? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das im Ernst die Familiengruft der Hamiltons? Krass groß. Trampled by feet. Dickhäuter Feind. Oh mein Gott. In der Mitte von 4 anderen. Opfer von Blei. Gelehrter der Wege. Buddelnder Riese. Da müsste noch mehr stehen hier hinten. Und finde die Gruft. Gehe zum alten Friedhof. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Mhm. Was haben wir hier noch? Verdammt, man kann es nicht gut lesen, was sie hier geschrieben hat. Alexander Oakneycourt, Margaret Hamilton.
Henry Hamilton. Das können wir wieder nicht lesen. James Crabb. Sie hat im Ernst die Platte von William Hamilton abgenommen, um sein Bild davor zu hängen? Kimberly Johnston. Daniel Hamilton, Edward Hamilton und Ruth Hamilton. Auch das können wir wieder nicht lesen. Wir haben einen Nebenraum zur Krypta hier. So, dann gucke ich mir jetzt das auch noch an. Also, wir haben hier einen Stuhl. Ich nehme an, dass sie selber gesessen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie Holmes Tochter dafür benutzt. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Das ist der Tisch, der Ritualtisch. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Das ist also schon lange her. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Ja. Irgendwo war ein Koffer. Da. Kates Koffer? Warum hat sie ihn hier gelassen? Oh Gott. Kates Tagebuch. Komm diesmal drin. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet, das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an. Sie ruft ihn. Sie wendet sich nach innen und fängt zu murmeln an. Ich verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß. Sie bewegt sich ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Sie sieht mich nicht an. Sie fängt an, als er zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelt sie den ganzen Boden voll. Das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Um Gottes Willen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Koffer, der da rituell aufgestellt ist. Also der hier genau stehen muss für dieses Ritual, für diese Seance. Aber was sollte Kate hier? Sollte Kate hier das Ganze bezeugen? Sollte sie quasi hören, was William Hamilton, falls es überhaupt gewesen ist, sagt? So, wir haben ja einen Nebenraum. Kate! Oh mein Gott! Das ist Alice's Vater! Mumifiziert! Oh mein Gott! Nein, sag nicht, Alice hat hier geschlafen! Oh mein Gott, sie hat doch lange nicht geschlafen in ihrem Bett. Sag nicht, sie hat jetzt hier geschlafen, neben der Leiche ihres Vaters. Oh Gott! Hier schläft Alice. Bah. Die muss verrückt sein. Das ist keine Liebe mehr. Madame Destiny. Madame Schicksal. Madame Destiny. Eine Laterne. Was ist das? Nix. Eine Karte der britischen Flüsse. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Diese Hexe Alice hat meine Tochter weitergeführt. Sie sind diesem Hinweis hier gefolgt und sind zum alten Friedhof gegangen. Schlangennester und Verschwörung. The Strand, Schlangennester und Verschwörung. Im Bezirk St. Victor stießen Maurer beim Abreißen eines alten Hauses auf ein Nest von mehr als 100 Schlangen. Sie waren am Boden eines seit langem trockenen Brunnens. Mitten in diesem Schlangennest fand man traurigerweise, das haben wir doch schon, auch das Skelett eines Kindes, das vermutlich in den Brunnen gefallen war. Erstaunlicherweise hielt das Kinderskelett noch ein rotes Lederbuch in den Händen. Dieses war zu großen Teilen zerfallen, aber ein Satz war noch lesbar. Nicht das Ende verraten.
Ich denke mal, man sollte das auf jeden Fall finden. Und für den Fall, dass man es im ersten Fall, also im vorangegangenen Fall, noch nicht findet, konnte man es hier eben nochmal finden. Aber wir haben das ja schon gelesen. Oh Gott, die hat hier bestimmt gesessen und hat... Warum hat er eine Peitsche hier liegen? Oh Gott. Hat Alice sich selbst hier gezüchtigt? Das ist Alice' Vater. Mumifiziert. Boah. Okay. Ich glaube, hier im Nebenraum finde ich jetzt nichts mehr. Ich nehme mal an... Moment, was haben wir hier jetzt noch? Texte auf dem Boden. Geh zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von vier anderen. Opfer von Blei. Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und Dickhäuterfeind. Opfer von Blei könnte jemand sein, der erschossen wurde. Gelehrter der Wege ist das vielleicht irgendwie sowas wie ein Geograf. Ein buddelnder Riese? Was ist ein buddelnder Riese? Jemand, der erschossen... Ich versuche mich nicht drauf einzuschießen, aber es sind vier... Moment, buddelnder Riese. Irgendjemand, der buddelt. Ist es ein Archäologe vielleicht? Ein großer Archäologe? Und ein Dickhäuterfeind? Jemand, der auf Großwildjagd geht? Vielleicht? Oh, das hört sich irgendwie an nach einem der Fälle, die wir hier hatten, ne? Buddelnder Riese, Archäologe, Dickhäuterfeind, Großwildjagd. Wir hatten ja Jäger hier schon. Gelehrter der Wege. Sowas wie Geograf oder Kartograf oder irgendwie sowas. Könnte irgendwas mit unserem... Was war das? Der... Zweite Fall, ne? Oder? Oder der erste Fall? Verdammt, es verschwimmt alles ein bisschen. Okay, Moment, Moment. Finde die Gruft, von der Alice spricht. Ja. Gott, da müssen wir hier raus auf den Friedhof, ne? So, beeil dich mal ein bisschen, Holmes. Old Cemetery. Okay, dann gehen wir auf den alten Friedhof. Dickhäuterfeind. Wir sind ja schon Haltet mal hier gewesen. Oder? Ja, wir sind hier gewesen. Finden Sie vier Grüfte auf dem Friedhof, auf die sich die Nachricht von Alice bezieht und wählen Sie sie aus. Mit Ihrem Visualisierungstalent können Sie die ausgewählten Grüfte sehen. Aha. Okay. Was haben wir denn hier so? Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Alles klar. Matthew... Dalrymple aus Oxford hatte drei jüngere Brüder, Maler von Porträtminiaturen. Wohl eher nicht. So, wir sind aber jetzt erst hier runtergekommen. Da ist die nächste Gruft. Warum sollte Holmes alle Leute kennen? William Shaw. Archäologe, war über 2 Meter groß, sammelte römische, britische Ausgrabungsstücke. Alles klar, ich würde sagen, das ist einer. Das dürfte der buddelnde Riese sein, ne? Okay, eine unbekannte Gruft. Ja, das wird mir wohl nicht sagen. Ich versuche sie erstmal so zu finden. John Braithwaite, leidenschaftlicher Bartträger, Enkel des Erzbischofs, Gouverneur von Jamaika. Aha. Ja, nee. Ich weiß nicht, was es mit dem auf sich haben sollte. Kommen wir hier wieder runter? Verdammt, hier gibt es auch noch welche. Archibald Irvine, Kartograf, erstellte eine Karte aller wichtigen Straßen Englands und mochte Kaffee. Da lag ich mal gar nicht so falsch, hä? In Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Großwildjäger. Hier glüht noch Kohle. Eine unbekannte Gruft. Sollten es im Endeffekt alles die hell erleuchteten Grüfte sein? Cyrus Verferris Ponsonby ging auf das Eton College, starb in Beirut an Typhus und war Botaniker. Gut, den halte ich für nicht den richtigen. Die hatte ich noch nicht. Geoffrey Travers gab seine Stellung auf, oberster Richter von Zielen und englischer Anwalt. Ja, der ist es noch nicht, da könnten wir noch rauf. Ich glaube, hier hinten ging es auch noch irgendwie entlang, ne? Oder? Moment, von da bin ich gekommen, aber hier geht's auch noch lang. Liam Brennan, Amateurboxer, bekannter Fischhändler irischen Ursprungs. Na, der ist es wohl nicht.
Da haben wir William Fitzclarence. Wurde von einem Elefanten getötet, sprach Arabisch und Chinesisch und war Forschungsreisender. Wir gucken uns noch mal ganz kurz Alice' Nachricht an. Dickhäuterfeind. Aber ich glaube, ein Dickhäuterfeind ist eher weniger jemand, der von Elefanten getötet wurde, sondern eher jemand, der Elefanten erschießt, oder? Also, der könnte es sein, aber ich gehe mal davon aus, kann ich die wegschalten? Ja. Dass ich noch jemand anderen meine. Eine unbekannte Gruft. Henry Anthony Evans. Liebte Glücksspiele, wurde in einem Duell erschossen aus London und Architekt. Der könnte es auch sein. Dann hätten wir hier zwei Grüfte genau nebeneinander. Die ersten beiden waren ja auch schon relativ nah beieinander. So, einmal hier runter. Was haben wir hier? Harry Quinnen. Überlebte Tuberkulose, schrieb im Cumbria-Dialekt und war Dichter. Oha. Matthew aus Oxford hatte drei... Was? Ach so, ich bin jetzt wieder hier. Oh, okay. Moment. Ich habe einen Abzweig nicht genommen. Da ging es einmal eine Treppe rauf. Hier zum Beispiel. Oder ist es nur die Mitte vom Friedhof? Kann das sein? Oh ja, das scheint die Mitte vom Friedhof zu sein, ha? Huh? Gibt's denn hier noch Grüften? Grüfte? Grüfte, ne? Okay, dann gucken wir hier nochmal. Das war der an Tuberkulose gestorbene. Dann glaube ich eher, dass es hier der ist, der beim Duell erschossene. Und hier vorne der, der von Elefanten getötet wurde. Mhm. So. Alles klar, dann ist es hier genau die gegenüber. Also diese unbekannte Gruft hier. Muss ich mich hier jetzt so hierhin bewegen? Hä? Ja, ist okay. Vielleicht... Ach so,